Heute machen wir für den einen Frühstück, für den anderen einfach eine Beilage oder eine Hauptmahlzeit. Wir machen Baked Beans. Und wie wir das machen, das zeige ich euch jetzt. Herzlich willkommen zu Ratzfatz Schlemm. Lecker leichtes aus Grill, Pfanne und Ofen. Der eine oder andere von euch kennt bestimmt Baked Beans. Von so einem Ketchup-Hersteller gibt es das fertig in Dosen. Schmeckt für mich widerlich. Der andere kennt es vom All-Inclusive-Buffet aus dem Urlaub. Gibt es oft beim Frühstück. Finde ich auch nicht so wirklich lecker. Wir machen die heute in gut. Und zwar brauchen wir dafür weiße Bohnen. Wir brauchen Kidneybohnen. Wir schwitzen uns ein paar Zwiebeln mit Knoblauch und ein bisschen Chili an. Das mache ich hier auf dem Seitenkochfeld heute in meiner Kokotte. Und löschen das alles mit Malzbier ab. Und zwar ein spezielles Malzbier. Das ist nämlich besonders kalorienarm. Wenn das abgelöscht ist, kommen stückige Tomaten dazu und ein paar Gewürze. Und dann wird es so ein bisschen gekocht und dann wird es ganz lecker werden. Die genauen Mengenangaben für zwei Personen findet ihr unten in der Box. Anfangen werden wir mit den Zwiebeln. Die werden wir fein hacken. Den Knoblauch, da entnehme ich immer den Keim. Ist einfach, der Knoblauch ist dann besser bekömmlich und man riecht so, nicht so streng danach. Vor allem nicht am nächsten Tag mehr. Das ist relativ schnell verflogen. Außerdem so eine kleine pfeffrige Chilischote, die hacke ich noch fein und dann können wir wieder rausgehen und das wird alles angeschwitzt. Sollte euch das Video gefallen, freue ich mich immer über einen Daumen hoch und über ein Abo sowieso. Und nicht vergessen, die Glocke zu betätigen. Denn habt ihr die eingeschaltet, werdet ihr nächstes Mal automatisch benachrichtigt, wenn ein neues Video rauskommt. Ich habe jetzt 3 Zwiebeln, 4 Knoblauchzehen und die eine Chili fein gehackt, beziehungsweise die Zwiebel in Zwiebel. Und jetzt werde ich die Kokotte anheizen. Natürlich kann man auch einen Dutch Oven nehmen oder einfach einen Kochtopf auf dem Herd. Geht ganz genauso. So, jetzt noch 1 bis 2 Teelöffel Rapsöl darin erhitzen. Und noch nicht heiß. Die Kokotte braucht, oder Kokotte, ich wurde gerade verbessert, Kokotte. Die Kokotte braucht ein bisschen länger, weil die ist einfach dick. Die hat viel Gewicht, viel Masse und nimmt dadurch sehr viel Energie erstmal auf. Hat aber den Vorteil, sie kühlt nicht so schnell ab, wenn ich jetzt irgendwas anderes reinmache. Wenn die Zwiebeln so ein bisschen glasig sind, ein bisschen angeschwitzt, dann geben wir hier Paprikapulver dazu. Das sind 2 Teelöffel geräuchertes Paprikapulver. Und ich finde, das mit dem Geräucherten, das ist einfach, das hat nochmal so einen extra Kick. Das ist einfach toll. Das darf so ein bisschen Hitze bekommen. Und 3 Esslöffel Tomatenmark. Auch das darf ein bisschen Hitze bekommen, denn verliert Tomatenmark nämlich so ein bisschen die Säure. Und
ja, entfaltet das Aroma noch ein bisschen. Oh, apropos Aroma, das müsstet ihr jetzt mal riechen. Das ist ja Wahnsinn hier, was hier rauskommt. So, wenn das alles ein bisschen Temperatur angenommen hat, dann fangen wir mit der Geheimzutat an. Was das für ein Malzbier ist, sollte jedem klar sein. Und zwar, damit löschen wir die Zwiebeln jetzt ab und glasieren und deglasieren die ganze Sache dreimal. Prost. Ist halt nur ein Malzbier. Aber von der Firma, erstens ist es schön malzig. Und dieser Malzgeschmack, der passt einfach sehr, sehr, sehr geil zu diesen Baked Beans. Kellerbier ist super. Kann man natürlich alternativ auch nehmen. Speziell dieses Malzbier ist sehr, wie soll ich sagen, dingsterfreundlich. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wer darauf nicht achtet, nimmt halt ein schönes, malziges Kellerbier. Nachdem wir jetzt dreimal glasiert und deglasiert haben, kommt der Rest Malzbier dazu. Und zwei dosenstückige Tomaten. Ich habe hier wieder meine Kirschtomaten. Ja, zwei so eine 400 Gramm dosenstückige Tomaten. Und die weißen Bohnen und die Kidneybohnen. Einmal die weißen und einmal die Kidneybohnen. Die sind natürlich vorher schön in einem Sieb abgespült worden, damit hier dieser, na, ich sag mal, der Schleim da wegkommt. Das ist irgendwie nicht ganz so lecker. Und das darf jetzt so ein bisschen vor sich hin köcheln, für eine Viertelstunde etwa. Dazu kommt jetzt noch 1,5 Teelöffel Pfeffer. Etwa, na, wie viel waren das? Circa 2 Teelöffel Thymian. 1,5 Teelöffel Salz. Und 2 Teelöffel Worcester oder Worcester Soße. Der eine sagt so, der andere sagt so. Eigentlich glaube ich, dass es Worcester Soße heißt. Und 1 Esslöffel Flüssigsüße. Wer die Dings da nicht zählen möchte oder muss oder will oder wie auch immer, der nimmt am besten Ahornsirup. Und zwar insgesamt für diese Menge an Bohnen etwa 100 Milliliter. Mit 50 Milliliter anfangen und dann so ein bisschen mehr, bis so die Süße stimmt. Die Bohnen werden zum Schluss einfach, ja, leicht lieblich und trotzdem durch die Chili etwas scharf, und diese Kombination, das passt. Die Bohnen, die haben jetzt 10 Minuten gekocht. Jetzt kurz vor Ende, also insgesamt braucht man nur eine Viertelstunde. Das ist ein echt schnelles Rezept, ein Ratzfatz-Rezept sozusagen. Jetzt kommt noch ein Esslöffel Essig, glaube ich. Guckt mal unten in der Videobeschreibung, da steht es genau drin. Ich glaube, ein Esslöffel Essig, Rotweinessig. Ihr könnt auch Balsamico-Essig nehmen. Und so ungefähr ein Esslöffel, na, 2 Esslöffel Petersilie. Die nicht am Anfang, die verkochtet ist dann nicht mehr schön. Wenn er die zum Schluss reingibt, dann bleibt die grün, das ist hübscher. Machen wir jetzt rein und dann können wir mal kosten. Und endlich wieder kosten. Und ich darf kosten. Boah. Die hat Power. Also diese kleine Chili. Die hat echt Power. Wäre nicht mein Frühstück, aber viele mögen es zum Frühstück.
Sollte euch das Video gefallen haben, freue ich mich über einen Daumen hoch und über ein Abo und die Glocke betätigen und den ganzen Kram, ihr wisst Bescheid. Wer das nicht nur als Beilage essen möchte, sondern irgendwie wirklich als Hauptmahlzeit, da würde sich natürlich ein Baguette anbieten. Muss man mal schauen. Ein paar Kartoffeln würden auch gehen. Ansonsten sind wir, ist ein bisschen schwierig, bei der kompletten Portion, also bei allem, was wir gemacht haben, das sind ja fast 2 Kilo, bei 2 Dings da. Im Prinzip hat eine Portion dann, sagen wir einen halben. Wie ihr das berechnet, ist mir relativ Latte. Ich kann mich daran satt essen, das ist wichtig. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund. Ciao, euer Carsten.